Nick, wir sind hier auf der CES einmal natürlich, um den neuen Trends nachzuspüren. Aber wir sind auch hier, um den Digital Kindergarten 2018 vorzubereiten. Der findet im Juni statt. Und da bist du für die Gadget-Auswahl verantwortlich. Was ist dir hier so aufgefallen auf der CES? Was willst du unbedingt dabei haben? Worauf können wir uns freuen? Es ist natürlich unglaublich, es ist wahnsinnig viel los, hier sind so viele coole neue Gadgets und es fällt auf, wie gut die Sachen alle geworden sind. Fast in allen Kategorien sind es unglaublich geile Technologien. Die wichtigsten vier, würde ich sagen, sind im Moment für unseren digitalen Kindergarten Virtual Reality. Das sind wirklich richtig gute Devices geworden, wo man auch hochauflösende Bilder zeigen kann. Dann Augmented Reality, dass man digitale Informationen in Echtzeit überall in der Welt sehen kann. Dann natürlich auch ein Riesenthema sind Robotics, diese kleinen Dinger, die wir hier hinter uns sehen. Service-Roboter, die für den Retail zum Beispiel interessant sein können. Oder ein Riesenthema sind Voice-Controlled Devices, also nicht mehr nur Alexa und Google Home, sondern auf allen Plattformen werden wir mit unseren Devices reden, zum Beispiel mit unserem Fernseher, wenn wir sagen, schalt bitte um oder mit unserer Küchenmaschine. All das wird die Welt verändern und wir werden das zeigen und wir werden überlegen, was bedeutet das jetzt für den Marketing-Entscheider von morgen, und genau das machen wir auf dem digitalen Kindergarten. Wir werden die Sachen zeigen und einordnen. Wäre natürlich toll, wenn noch eine ganze Reihe Aussteller dazu kommen würden, und wer Interesse hat, der meldet sich einfach bei uns.